If it please the tribunal, report is made that defendant Dunnitz is absent from the court this morning. Das Entscheidende war die englische Garantie für Polen. Darüber brauche ich nicht mehr zu sprechen. Dadurch wurde Polen jeglicher Verhandlung und jeglicher Verständigung mit uns im Hinblick auf die polnische Mentalität wurde dadurch unmöglich. Was den unmittelbaren Kriegsausbruch anbetrifft, so sind es folgende Tatsachen. Erstens, es ist kein Zweifel, dass... My point is that the witness himself, before going into his answer, stated that he had already given the causes for the war yesterday afternoon. And I quite agree, and I think it's entirely unnecessary for him to go over it again today. And I might add parenthetically that we had some grave doubt about the relevancy or the materiality of it even on yesterday's. Hat mir einmal gesagt, dass er hat es so ausgedrückt. Und zwar war dies in der Zeit, als er Bedenken bekam, was in Russland vor sich ginge, über die Vorbereitungen gegen Deutschland. Da sagte er, wir wissen natürlich nicht, was hinter diesem Tor verborgen ist, wenn wir wirklich eines Tages gezwungen sein sollten, dieses Tor aufzustoßen. Ich habe daraus entnommen, und auch anderen Äußerungen, die der Führer in dieser Zeit machte, dass er aufgrund der ihm vorliegenden Nachrichten über Russland sehr große Sorge über die Stärke und eventuellen Machtentfaltung der Sowjetunion hatte. Nun eine letzte Frage. Welche Gesamtumstände haben Hitler veranlasst, der drohenden Gefahr einer Offensive der Sowjetunion zuvorzukommen? Das war so. Im Hasn't that been dealt with extensively and exhaustively by the defendant Göring? You're here as counsel for Hess. Wenn das Gericht der Überzeugung ist, dass dieser Punkt bereits erschöpfend behandelt war, dann verzichte ich auf die Beantwortung dieser Frage. Ich habe keine Frage mehr. Before you sit down, Dr. Seidel, you were putting Gauss's affidavit to the defendant, I suppose, with the intention that he should say that the affidavit was true.
Is that right? Well, you didn't put to him paragraph 4 of the affidavit at all, did you? Ich habe überhaupt nur die Ziffer 3 des Affidavits vorgelegt, beziehungsweise vorgelesen. Die Ziffer 1, die Ziffer 2, die Ziffer 4 und die Ziffer 5 habe ich nicht verlesen, um Zeit zu sparen. The answer to my question then was yes. You did not end of paragraph 4 to him, which reads in this way. The Reich Foreign Minister regulated his words in such a manner that he let a warlike conflict of Germany with Poland appear not as a matter already finally decided on, but only as an imminent possibility. No statements which could have included the approval or encouragement for such a conflict were made by the Soviet statesmen on this point. Rather, the Soviet representatives limited themselves in this respect simply to taking cognizance of the explanations of the German representatives. Is that correct? Das ist richtig. Wenn man aber diese Schlussfolgerung verliest. Is that correct? Ich darf dazu Folgendes sagen. Es war, als ich nach Moskau fuhr, in keiner Weise ein endgültiger Beschluss des Führers, etwa Polen anzugreifen. Well, couldn't you answer the question directly? I asked you whether the statement of the affidavit was correct or not. You can explain afterwards. Nicht genau, Herr Präsident. Well, now you can explain. Insofern nicht genau, als ein von einem